Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist euer Shinzu. Und wir spielen eine Runde Booty Hunter, wie meine liebe Freundin das immer nennt, oder auch Bounty Hunter. Ja, das kennen wir schon hier, das Spielprinzip. In der letzten Folge haben wir unseren Kämpfer erstellt und jetzt wollen wir den mal auch in Aktion erleben. Jetzt treten wir mal den Gegnern so richtig gehörig in den Arsch. Oder die uns. Wir wollen aber erstes. Vorsichtig. Wahrscheinlich steckt da wieder einer hier hinten. Übrigens, das ist jetzt hier für den einen oder anderen eine ziemlich. Oh, ist einer von uns. Eine bekannte Map. Ne? Das war ja die Map von der Ground Zeroes Demo. Metal Gear Ground Zeroes. Das ist wieder die gleiche, nur etwas verändert. Oh, und da war einer, oder? Ja. Na, scheiße. Weg hier. Erstmal ein bisschen hier Energie holen. Ein bisschen wieder unsere Health regenerieren. Alles. Logischerweise ist er weg. Ja, der hat unser Kumpel hat den erwischt. Das nennt man Teamwork. Den. Ah, schade, ich wollte jetzt per Fulton rausholen. Schade, egal. Ja, also wie schon gesagt, die Map, die ist dem einen oder anderen schon bekannt durch die Ground Zeroes Demo. Ich wollte euch mal fragen, so wie fandet ihr die eigentlich? Also fandet ihr jetzt den Preis für die Demo übertrieben oder nicht? Oder fandet ihr das okay? Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Also ich persönlich fand jetzt, dass viele Leute, das wird ja groß kritisiert, dass sie zu teuer war für das, was sie geboten hat. Ich fand persönlich für das, was sie geboten hat, auch zu teuer. Man hätte da doch weniger verlangen können. Meiner Meinung nach, aber gut. Aber es war jetzt. Ach. Also meiner Meinung muss aber auch sagen, das ist jetzt so ein bisschen subjektiv, da mag jeder vielleicht anders sehen. Viele haben ja auch gesagt, das war jetzt nur die eine Mission, aber das stimmt jetzt auch nicht so ganz. Da gab es noch andere Nebenmissionen. Was bei Metal Gear natürlich auch dazu gehört, dass man so eine Mission auch vielleicht mit anderen Methoden, mit anderen Vorhergehensweisen auch nochmal so probiert. Damit halt immer so ein paar neue Sachen probieren. Ah. Und haben wir. Nachladen, nachladen, komm jetzt. Da hat er sich jetzt anders positioniert. Ah, jetzt sind da zwei. Den einen haben wir erwischt. Sauber. Jetzt holen wir uns den nächsten. Wo ist er? Oh. Ach, ist der schon hier vorne? Habe ich den jetzt. Ne, er hat uns. Nimm den! Oh, verdammt, nimm den nur. Oh, das regt mich sogar so ein bisschen auf. Sorry, Leute, aber. Der sollte den jetzt packen. Kann der dann unten doch? Der kann da. Ja. So. Ja, schreibt's in die Kommentare, wie ihr Sachen. Ja. Ah, Scheiße. Man muss halt gedrückt halten, aber gut, ich schieße ihn jetzt. Ich wollte ihn einfach killen. Aber er ist auch gestorben, super. Ja. Nicht ganz so das, was ich vorhatte, aber hat geklappt. Ja, werf mal eine Granate, das ist eigentlich eine geile Idee. Komm. Dann gehen wir mal hier rum. Stecken sich auch gerne mal hier. Dahin auf dem Radar sehen wir hier nochmal so. Das war. Oh. Da ist auch irgendwo.
Da hinten. Ja, genau, verstanden. Kommt der da raus? Nein. Okay, du gehst da lang, ich gehe da lang. Finde ich eine gute Idee. Können wir den vielleicht hier umzingeln? Da kommt auch einer gleich um die Ecke, oder? Hinter uns, oder? Da oben. Was jetzt ist. Hä? Guck mal, ah. Ja gut, dann gehen wir mal hier. Da ist einer. Oh, ich will die immer packen, ey. Oh, weg hier. Leg dich hin. Da ist auch noch einer. Ja, komm. Erstmal hier ein bisschen nicht warm. Ja, geil, wir haben zwar gewonnen, aber ich muss sagen, ja, also der Kämpfer ist schon ziemlich nice. Also der hat da mehr Wumms in der Power. Ich bin aber leider letzter Platz hier. Ich habe leider, so wie ich das sehe, doch keinen erwischt. Schade. Schade, schade, schade. Aber gut, neues Spiel, neues Glück hier. Nächste Runde. Ja, machen wir jetzt hier, ne? Jetzt machen wir das gut, was wir in der letzten Runde versäumt haben, gut zu machen. Ja, aber ich muss sagen, so jetzt klar, man merkt schon einen Unterschied zwischen Speer und Kämpfer. Der Kämpfer, der ist ein bisschen widerstandsfähiger. Und auch mit der Waffe ist er ziemlich gut am Start. Ich denke mal, das wird dann auch im Laufe der Entwicklung, wenn man weiterspielt, dann werden dann noch die Differenzen größer. Ja, wie gesagt, jeder Spieltyp, jede Klasse hat so seinen Stil, wie man am besten mit ihm spielen kann. Gucken wir mal, wo legen wir uns? Vielleicht hier so auf die Lauer. Gucken wir so ein bisschen. Warten wir mal kurz. Hier auf so einem Turm wäre das auch eigentlich nice, sich dazu drauf zu legen. Gucken wir mal. Versuchen wir es mal. Aber vielleicht ein besseres Blickfeld. Oh, irgendwo geht's jetzt. Ah, komm. Ich will lieber in den Kampf. Lieber ins Getümmel hier. Oh, haben sich schon zwei Walker G geschnappt. Gucken wir mal. Unsere A geradeaus. Können wir vielleicht hier so. Die werden uns überraschen von. Gut, dass wir da von hinten gekommen sind. Sonst hätten wir von vorne Pech gehabt. Aber das war jetzt nicht bestimmt nicht der einzige da hinten. Scheiße. Falsche Waffe. In Deckung erstmal. So. Wieder richtige Waffe. Energie erstmal so. Warte. Mal die von hier aus. Jawohl, er ist tot. Nachladen. Ja, das ist immer so mit dem Nachladen bei mir so eine Sache. Ich glaube, das wird sich auch so schnell nicht legen. Kommt wahrscheinlich von der anderen Seite jetzt, oder? Ja, oder wir kommen von der anderen Seite. Oh, ja, geil. Ja, das war auch nice. Sonst hätte ich den jetzt von hinten überrascht. Wir machen das schon ganz gut, aber ich würde gerne den Verfolgten rausholen, weil dann kriegen wir noch mehr Punkte. Oh. Eiskalt von hinten erwischt. Da. Ach, da hinten sind die jetzt. Okay. Komm, nehmen wir mal hier den Walker Gear. Mach jetzt auch mal hier so ein bisschen mehr Action. Wo waren die? Da. Jetzt. Schieß, Griff, komm, komm. Da. Das ist der nächste hier. Und da ist auch nochmal der nächste. So, den nächsten haben wir.
Da holen wir uns den. Komm. Ist er? Ach. Ja. Komm. Oh, da muss man jetzt schnell rausspringen, aber jetzt auch tot. Und ich bin am Brennen. Scheiße, verdammt. Nein. Ach, nicht schlecht von ihm gemacht. Trotzdem. Hut ab. Aber egal. Wir sind gut dabei. Wir sind in Führung. Und da oben. Oder? Ah, ja. Gucken wir mal, ob wir uns den hier holen können. Da oben. Guck mal hier hoch. Nein. Wir müssen dann hier. Oh, jetzt sind wir gleich auf. Ja. Da müssen wir jetzt hier einiges wieder nachholen. Oh, der hat uns. Der hat uns gesehen. Oder? Jawohl, den haben wir. Den haben wir erwischt. Freundchen, so nicht. Da hinten. Da auch. Jawohl, sauber, schön. Und den nächsten nehmen wir auch noch mit, oder? Da haben wir auch noch. Da gehen wir auch mal ein bisschen unterstützen hier. Der ist tot. Nachladen, nachladen. Oh, immer dieses Nachladen. Das, wird, das ist meine Achillesferse wahrscheinlich mit oder schlechte Zielen. Da ist auch noch einer. Im Karton. Nein, okay, doch nicht. Nachladen. Ja, manchmal denke ich mit. Ach, scheiße. Da war sie schneller, die gute. Aber gut. Wir sind immer noch gut mit dabei. Die holen wir uns noch. Die kriegen wir auf jeden Fall noch. Da. Nein. Schieß, schieß, schieß. Ja, 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 komm. Ja, sauber. Und jetzt hier in erstmal in Deckung, so provisorisch, Rechtsprung. Da haben wir den nächsten. Nachladen. Okay, ja, ja, lauf. Und den packen wir uns jetzt. Nein, der hat uns gepackt. Scheiße. Kann ich den jetzt. So, und jetzt bist du tot. So. Sauber. Schön. Und jetzt den nächsten. Nein. Ah, verdammt. Er hat uns jetzt erwischt. Aber wir haben gewonnen. Und wir sind sogar Stufe 3, Leute. Sauber. Nicht schlecht. Folgt mich ja. Und wir sind zweiter Platz. Geil. Geil. Nice. Ja gut, in der ersten Runde habe ich nicht dazu viel beigetragen zu unserem Sieg, aber das hoffe ich, konnte ich jetzt in der zweiten Runde nochmal gut machen. Ja, haben wir einiges an Punkten. Gucken wir mal, ob es Neues bei uns gibt. Neue Ausrüstungszeuge, aber ich glaube, das sind nur die Klamotten. Das sind wahrscheinlich wieder nur die Klamotten. Gucken wir mal. Oder? Ja, ich würde mal sagen, gucken wir mal kurz schnell, was es da Neues gibt. Kann man hier schon irgendwie rauskommen? Wobei ich sehe, dass unsere Zeit auch schon bald abgelaufen ist. Die 15 Minuten sind auch schon fast erreicht. Dann würde ich mal sagen, ja, der Host hat die Sitzung beendet. Ja, wunderbar. Das ist das vielleicht ein Zeichen, keine Ahnung. Dann würde ich mal sagen, Leute, dann machen wir hier mal einen Break für heute. Freut mich, dass ihr mit dabei wart. Und ich hoffe, wir konnten hier einen guten Fight mit unserem Speer liefern und den Gegnern so richtig den Hintern versohlen. Das war euer Shinsu. Freut mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Tschüss.